Ja, grüß euch, meine Westin, und willkommen zurück hier zu Exegate Initiative, wo in der letzten Folge einer unserer ersten Forscher gestorben ist. Es hat mich wirklich mit sehr hoher Trauer belastet hier. Es ist so furchtbar. Ich muss die alle mal. Nein, ich muss mal die Leute hier pausieren lassen. Die haben keinen Auftrag sowieso. DSV2. Kann ich von hier. Kann ich DSV2? Ich wüsste, wo die rumpezen, ne? Von hier aus würde ich es sehen. Moment, hier ist. Wo sehe ich das? DSV2 ist auf UG729. Vorbereitungen unterbrechen. So, DSV2 ist im Moment unterbrochen. DSV3 ist auch unterbrochen. Und DSV. Wo ist DSV4 eigentlich hin? Da unten, DSV4 hat keinen Auftrag. Zu Recht, weil auch halb tot. So, Abbau 1. Abbau 1 ist pausiert. Abbau 2, denen geht's gut. Abbau 3 pausieren wir auch mal. Und Abbau 4, denen geht's noch gut. So, lassen wir mal nämlich alle mal ein bisschen pausieren hier. Wir haben noch zwei Schutzausrüstungen. So, jetzt haben wir vier pausiert. Zwei haben überhaupt gar nichts zu sagen im Moment. Lassen wir mal weiterlaufen. Ist schon furchtbar manchmal. Falls ihr eine Folge verpasst habt, hier oben in der Ecke sollte ein i erscheinen sein, wo die ganze Playlist verlinkt ist und. So, willkommen beim DSV. Ich bin euer Tribun und weiter geht's im Game. Ich glaube, ich könnte hier den einen oder anderen Arzt mal entlassen. Ich habe zwar viele Ärzte, aber irgendwie gefühlt machen die nichts. Und ich habe sehr viele Soldaten. Aber das lassen wir mal lieber. So, wir haben überhaupt gar keinen Strom mehr übrig. Aber. Es wurde jetzt was erforscht. Und zwar das Ding da. Das braucht. Wie viel braucht das? Das braucht drei. Geld ist jetzt nicht so das Problem. Zack, zack, zack. Zwei, drei, vier, dann müssen da noch zwei dazukommen. So. Und hier müssen wir dann auch zwei dazu machen noch. So, Geld machen wir noch mit den Patenten. Ja, 165.000, nochmal 100.000 für das Zeug. Gut, das wird jetzt ein bisschen zusammenbrechen. Weil ich ja pausiert habe. Aber wir haben jetzt Unmengen an Strom, sehe ich gerade. Weiter geht's. So, dann schauen wir uns mal das Team an. Nope. Mal gucken wir mal hier in dem ganzen Kokolores. DSV1 habe ich ja pausiert, damit der da durchforschen kann. DSV2 auf gar keinen Fall. DSV3, nein, kann auch noch ein bisschen warten. Die können warten.
DSV Abbau 1. 2 meine ich. Kann ja, weitermachen. Abbau 3. Kann ein bisschen warten. Und 4 hat keinen Auftrag, weil Clemente ist ein bisschen durch den Winter. Das liegt aber auch viel, glaube ich, hier, weil wir in dem... Quartier nicht. Kraftwerk nicht. Equipment nicht. Was sind hier eigentlich? Für 100 können wir das auch mal ruhig mal starten. Freizeitraum? Nee, nicht Freizeitraum. Da muss das ein Fitnesscenter sein. Schicken wir mal ein paar Leute auf das Laufband, falls die Bock darauf haben. So, hier können wir dann aber das da mal aktivieren. Für 10.000. Und dann steht da, kein Gator hat die erforderliche Stufe. Also werden wir uns Team Rot. Das da. Das ist DSV Diplo. Diplo. Ja, warum nicht? DSV Diplo in Rot bekommt. Xingsung. Einen Arzt kriegt ein Sau noch dazu und einen Militär. So, Garnia kommt dazu und... Oh, ein Franzose. Und Gagnon. So, Xingsung bekommt eine kugelsichere Weste. Du bekommst eine kugelsichere Weste. Und dann werden wir unseren Diplomaten... Ah, da muss noch ein Forscher rein, oder? Ja. Statt dem Arzt machen wir da einen Forscher rein. Sharma und Zhang auf gar keinen Fall. Clark. Clark kommt da rein. So, und die schicken wir jetzt einfach mal irgendwo hin. Okay, da jetzt vielleicht nicht hin. Da. Nein. Da. Nein. Uff. Da. 7. 8. 6. Alter Schwede, ey. Da waren wir schon überall. Da. 7. 9. 8. Gibt's denn keine mehr, die... Hier. 5. Aber da brauchen wir das, den komischen Suit. 6. 4. 4. Verlinken. Neuer Einsatz für Diplo. Los. Diplo starten. So. Ja, da wird jetzt eifrig geforscht. Ja. Irgendwas wird jetzt schon wieder erforscht. Die Kater Gedankstätte wird erforscht. Wie sieht es hier eigentlich im Datentresor aus? Gar nicht. Kulturstudiensatz. Moment, das ist 585 und das ist 584. Na dann, DSV. Los. Pitzt mal dahin. So. Okay. Da das Material verkaufen, überschüssig ab 50 darf verkauft werden. Das grüne Zeug. Das graue Zeug kriegen wir eh nicht so viel zusammen. Und DSV Diplo, bitte kommen, hier sind Kühe. Milchkühe? Weltraumkühe sind größer als die Kühe auf der Erde, sehr flauschig, haben winzige Köpfe und seltsam glühende Augen. Moment, wett. Wo Rinder sind, da sind auch Steaks. Könnt ihr ein Exemplar einfangen? Hast du nicht aufgepasst? Die Kühe sind riesig. Keine Chance, sie einzufangen.
Folgt ihnen. Roger, die Herde bewegt sich merkwürdigerweise fort. Im Gänsemarsch auf direktem Weg von A nach B. Bisher sind die Tiere genau einmal abgebogen. Und zwar exakt in einem rechten Winkel. Überaus ungewöhnlich. Wir beobachten weiter. Alles klar, alles klar. Ciao, ciao, Kakao. Moment. Da fällt mir noch ein, ich war doch hier irgendwas Lustiges am Bauen. Als mir dann der Strom ausgegangen ist. Und zwar dann noch ein bisschen Todeszone und... Da noch ein bisschen Todeszone reinquetschen. Also, wenn man mal schaut. So, und dann... Kommt hier noch Todeszone dazu. So. Können die mal zeigen, was sie können hier. Diplo, bitte kommen. Wir folgen seit einer Weile diesen Alien-Kühen und hier passieren seltsame Sachen. Was für seltsame Sachen? Das eigenartige Herrenverhalten habe ich ja bereits erwähnt. Die Tiere bewegen sich ausschließlich im Gänsemarsch fort und zwar auf mathematisch berechneten geraden Linien, die, das zeigen unsere Scans, den Feldlinien zwischen den Magnetpolen des Planeten folgen. Die Kühe fressen außerdem nicht und sie schlafen nicht. Seit Tagen wandern sie pausenlos weiter und weiter. Sie hinterlassen nicht einmal Kuhfladen. Nähert euch mal den Tieren. Ich schleiche mich an. Warte kurz. Hat geklappt. Oh, wow. Das ist unerwartet. Was entdeckt? Die Kühe sind Roboter. Okay, wer hat sie gebaut? Jemand, der ganz offensichtlich über weitaus fortschrittliche Technologie verfügt als wir. Im Vergleich zu den Rinderrobotern sehen unsere Baubots aus wie VHS-Rekorder. Was ein fester VHS-Rekorder ist, fragst du? Ja, genau. Das meine ich. Ich weiß, was ein VHS-Rekorder ist. Hallo, ich bin schon alt. Die Kühe werden in unserem Buch der ungelösten Rätsel eingehen. Gute Arbeit, Team. Danke, das komplette Team könnte jetzt ein paar fleischlose Burger verdrücken, weil das sind fleischlose Rinder. Hahaha, oh leck. Erkundung vorsitzen. Oh, hier muss gelten die schlechte Wortspielkasse, echt jetzt. Und hier DSV Abbau 2. Wenn die zurückkommen, muss ich die mal bremsen, ne? Die werden nämlich von 4, dann. Diplo kehrt zurück! Und haben sogar ein bisschen ein Exemplar Kühe mitgebracht. Weiter. Jetzt habe ich nur noch 1400 Strom. Halt, stopp. Was ist denn das hier? Weiter. DSV1. Wir berichten von der Kulturstudie auf JM321. Unsere Teams haben die Möglichkeit gefunden, wie wir vom Wind getragene Stimmen von der Incorps isolieren können. Mittlerweile verstehen wir ihre Sprache in Grundzügen. Die Incorps wurden nicht zerstäubt und sind auch keine Geister. Sie haben sich zu einer metaphysischen Spezies weiterentwickelt. Oh, cool. Aber ihre Erfahrungswelt ist so grundverschieden von unserer, dass es schwierig ist, sie richtig zu verstehen. Wir bräuchten mehr Zeit mit ihnen. Alles klar. Moment. Strom. Moment, 1, 2, 3. Muss man auch mal was mit den Robotern da mal machen, ne? So, die sind schon mal auf Posten. Oh nein! Alarm! Alarm, 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 Alarm. So, machen wir das mal langsamer. Dann kommt wieder so ein großer. Auf den Kleinkram. Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 Feuer. Die haben ja so gar keine Chance, die Viecher. Mega. Solche Angelegenheiten. Ja, sicher 800. Mhm. Baubots. Nächstes Kontingent bitte. Ich brauche, glaube ich, mehr davon. Das sind ja diese normalen. So. Weiter.
Minus 590. Ja, das passt. Das passt. Wir machen nur noch 30.000 plus, aber hier machen wir noch 125.000 plus, also. Ist okay, läuft. Passt. Ach so. Hier wollte ich ja noch so machen und den verkaufen. Was ist denn hier oben? Was nicht wegmachen? So. Und so. So, jetzt haben wir aber jede Menge Strom übrig. Das heißt, verlinken. Moment, haben die dann noch einen neuen Datenpot? Ja, tatsächlich. Tony Clark ist da dran. Verlinken, neuer Einsatz für Diplo-Team. Nein. Für DSV4. Ja. Starten. Neuer Einsatz. Da kann aber Diplo 3 hin. Starten. Und wir haben ja hier noch so ein Bubble-Dingen fertig. Ohne, das, ohne Grund. Expedition planen. Okay. So. Dann. Gucken wir mal. Abbau 1. Einsatz starten. Abbau 2. Ich glaube, die läuft sogar. Ja. Dann DSV2. Wo ist DSV2? Wie gut schlecht geht's euch? Starten. DSV-Abbau 3. DSV-Abbau 3. Da. Denke ich auch wieder prima. Klasse, super. Spitze. Und DSV-Abbau 4. Moment. DSV 3. Was mit DSV 3? DSV 4? Die. DSV3. Macht mal weiter. So. Kontingent erforscht. Was? Ah, hier können wir ja noch was bauen, ne? Das war das Ding da. Okay. So, Sicherheit. Brauchen wir 300. Okay. Aber Hightech-Waffen. Zack. Können wir was erforschen. Was für ein Kontingent? Ah, der Roboter. Der Roboter-Kontingent. So. Feini fein haben wir nämlich hier wieder neue Roboter, die hier angeschossen kommen. Und uns ein bisschen bei der Versorgung helfen. Ja, das passt alles. Da haben wir sogar noch ein Bett frei. Da haben wir ein Bett frei. Also zwei Betten haben wir frei. Eins davon brauchen wir gar nicht. Und eigentlich nur ein freies Bett. Weiter geht's. So, jetzt sind wieder alle unterwegs. Alle können leveln, das ist gut. Weiter geht's. Das ist auch gut. Fraktion zuweisen. Es gibt nur eine Fraktion. Die wollen in 5 Jahren uns irgendwie an die Wäsche oder so.
Keine Ahnung. Und Diplo 1 ist zurück. Das heißt, unser Diplomat ist schon auf 2. Halt, stopp. Wir haben... Oh, hier können wir. Hier können wir hin. Und hier könnten wir. Hier können wir auch hin. So, das also. Ja. Okay. So, hier können wir nur Expeditionen hin planen. Können wir hier irgendeinen Einsatz machen? Das ist ein bisschen zu hoch für die. Nee. Da können die nicht hin, da muss ein Bergbauteam hin. Da, ach, wir müssen diesen ganzen Much da mal erforschen. Das ist 7. Da waren wir schon, also besetzen wir das jetzt einfach mal. Das ist weg. Da haben wir eine unbekannte Spezies, da wollen wir nicht hin, da wollen wir nicht hin. Forschungsteam zuweisen. Zum Leveln. Bestätigen. Mach. Also, macht einfach mal. So. Dann haben wir... Eins hat keinen Auftrag. Das ist okay, weil die sollen nur oben forschen. 4 hat keinen Auftrag. Warum hat 4 keinen Auftrag? Ein falscher Knopf. 4 hat keinen Auftrag. Neuer Einsatz. 4. Ach, nee. So, forscht mal. So. So, das bekommt jetzt 4. Und dann gucken wir mal der Abbau. 4 ist 443. 3 ist 655. 2 ist 675. Genau, Abbau 2. Was ist denn mit Abbau 2? Genau, das habe ich ja eben schon gesagt. Abbau 2 müssen wir mal irgendwann bremsen, wenn die zurückkommen. Halt. Das ist für die 4er. Zack. Bestätigen. Dankeschön. DSV2 kehrt zurück. Stunden 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bergbauteam abziehen. Und das Bergbauteam abziehen. So, hier neuer Einsatz für die 2. Starten. Und... Nein. Und... nee. Ding trennen. Da. Versuchen wir es einfach. Dann ist das halt eben so. So. Wir haben ja noch ein paar Bergbauteams, die wir jetzt im Level schon oben haben. Und wieso steht er da oben in der Ecke und kommt dann nämlich hoch? Raus?
Genau. Gehen wir was essen. So, Rodriguez hier. XO, auf dem fremden Planeten sind wir auf eine gewaltige Schlucht gestoßen. So klein und unbedeutend habe ich schon lange nicht mehr gefühlt. Im Vergleich dazu ist der Grand Canyon eine mickrige Halfpipe. Ich frage mich, wodurch sie entstanden ist. Durch Erosion? Denkbar. Beim Grand Canyon war es schließlich auch ein Fluss, der Colorado River, der über Jahrmillionen die Gesteinsschichten freigelegt hat. Ich möchte, dass ihr Beweise für diese Hypothese sucht. Aha. Der Auftrag gefällt mir. Danke. Schön ist auch, dass der Weg bis auf den Grund der Schlucht ausschließlich bergab führt. Wir melden uns bald wieder. Macht kurzzeitig noch eine Pause zwischendurch irgendwann mal. So. Wie sieht's hier aus? Boah, wie cool! Warte, warte, warte. Olivia Harris hat es dreimal geschafft, hier hinzukommen. Bitte kommen, hier spricht Rodriguez. Wir haben den Grund der Schlucht auf EX929 erreicht. Ground Zero. Hier hat eine gewaltige Explosion stattgefunden. Wir sind auf Überreste einer Bergbauoperation gestoßen. Was wurde denn dort abgebaut? Keine Ahnung, wir müssen nur näher anschauen. Ja, dann... Was seht ihr noch? Ja, wir sehen einen engen Tunnel über die Überreste eines ungewöhnlichen Bergbauinstruments. Was ist so ungewöhnlich daran? Es sieht aus wie ein Drucklufthammer, ein riesiger pneumatischer Bohrer. Ich hätte eher etwas erwartet, das den rotierenden Trommelfräsen ähnelt, die auf der Erde zum Einsatz kommen. Ein Drucklufthammer erscheint mir einfach zu brutal, als dass man in einer Mine Resultate damit erzielen könnte. Möglich, kommt darauf an, wonach hier gegraben wurde. Vermutlich nach etwas Nützlichem. Nützlich und gefährlich. Finde draus was. Okay. Wie sollen wir vorgehen? Wir sollten in Ingenieurwissen profitieren. Wir sollten im Soldaten-Know-how profitieren. Untersucht die Mine genau. Hier. Ingenieurswissen. Wir könnten aus den Überresten des Instruments und unserem eigenen Equipment eine Miniatur-Drucklufthammer zusammenschustern. Dann bohren wir das Material an, das hier abgebaut wurde, und analysieren die Ergebnisse. Genial! Hat nicht geklappt, trotzdem wurde eine Erzprobe geholt. Verflixt und zugenäht. Gut, das Erz könnt ihr später in die Werkstatt analysieren. Wie ist euer Ersteindruck? Das Erz scheint kinetische Energie zunächst zu absorbieren und dann spontan großartig wieder abzugeben. Das. Genau. Und auf kommenden Einsätzen kommen noch viel mehr aus der Schlucht um den... Ich würde sagen, Mission accomplished. Wobei, ich weiß, das ist eigentlich nicht übliche Vorgehen, aber könntest du uns das Gate hier unten in die Schlucht aufmachen? Aber gerne. Bis bald. So, Liste. Hier, Sitsun. Das fand ich sehr traurig, dass die gestorben ist. Und... Die war auch... Eine der ersten, die bei uns war, können wir derer mal gedenken. So, weiter geht's. Wir haben hier irgendwas gefunden, was wir analysieren können. Analysieren und machen blau. Das ist nicht blau. Naja, analysiert das mal. Na, hallo? Nein, das war das Falsche. Ach, Mist, verdammter. Das dahin, das dahin und das dahin. Das da wollen die scheinbar nicht mehr abreißen. Ich weiß jetzt auch nicht warum, aber... Aber okay, dann eben nicht. Wieder egal. So, wir haben 78.000 gemacht durch und 100.000 durch. Alles klar, das passt ja schon. Das passt, das passt, das passt. Halt, stopp. Ist doch fertig analysiert worden? Nee, es wird immer noch analysiert. Der ist aber ganz schön laut in dem Ding, ey. Ja, stimmt, diese Exoskews müssen wir noch analysieren und so. Juhu, irgendwas wurde
wurde erforscht. Sag bloß. Nee, der Einsatz läuft noch. Wo? Besetzen? Ja. Bergbauteam zuweisen. Ja, hier, Abbau 2. Bestätigen. Sobald er aus dem Lazarett rauskommt, kann der hier direkt mal loslegen. Dann kriegen wir endlich mal das blaue Zeug. Wobei, guck mal, für das blaue Zeug haben wir irgendwie überhaupt gar keine... Alter! So. Sehr schön. Hightech-Waffen für 10. Okay. Okay, das nicht. Wir haben 800 paar zerquetschte. Das heißt, wir können in der Werkstatt... Nee, nicht Werkstatt, sondern hier, Exosuits, Luftfilter, das und das. Haut mal doch alles raus, was wir haben. Forscher, forscht mal, bis zum geht nicht mehr. Bis euch die Forscherei aus den Ohren kommt. Super, wir haben noch irgendein Erz gefunden. Wir haben keine Datensätze mehr, das ist super schlecht. Also schicken wir die 1 wieder da hoch. Da die 1. Los. So. Die Blue 1 ist nicht einsatzfähig. Okay. Wartet mal. Oh, guck mal, Wachstumsschübe haben wir sogar was Lilanes. Entwicklung beginnen. 1, 2, 1, 2, 1. Entwicklung beginnen. Patent entwickeln. 1, 2, 1, 2, 1. Entwicklung beginnen. Passt schon. Ach ja. Ach, weißt du, guck mal, Biowaffen. Biowaffen gehen immer. Und 1. So, damit mal hier immer schön das Einkommen gedeckt ist. So, sehr schön. Die 1 ist wieder da. Kann wieder ein bisschen was über die rausfinden. Ja, sind schon gut dabei. Was sie irgendwo zuweisen? Unbekannt. Nee. Wo kann ich da jetzt eigentlich hier verlinken? Neuer Einsatz? Berufsgruppen vertreten, der erfolgreiche Ingenieur. Hey. Abbau 3 hat keinen Auftrag. Haut mal rein. Geht mal gucken. Geh mal gucken mal. So, und... DSV 2 hat keinen Auftrag. Wieso hat DSV keinen Auftrag? So. Automatisch alles voll... Knall und los. Weil. Bauen wir noch 3 Exosuits. 1. Mäh. Stopp. Leichter Exosuit und leichter Exosuit. Schraub das Zeug mal zusammen.
So, weiter geht's. Dann habe ich da eigentlich alles erforscht. Ah, ich habe da Laufbänder erforscht und die noch gar nicht gebaut. Stopp mal. Mach mal. Wir könnte noch ein bisschen laufen gehen. Jawohl, wir kriegen endlich das blaue Zeug rein. So. Forschen. Exosuit Upgrades. Das. Macht mal. Abbau 3. Wir sind auf einen insektenartigen Humanoiden gestoßen. Hier ist sonst niemand. Wir vermuten, dass er zu der Kolonie gehört, die wir am Horizont sehen. Er hat uns bisher nicht erspäht. Kolonie? Ja, in einiger Entfernung zeichnet sich eine Stadt ab. Große kugelförmige Türme erheben sich aus dem Nebel. Ihre Bauweise lässt darauf schließen, dass die Siedlungen auch unterirdisch weitergehen. Am Himmel über der Stadt sind riesige Raumschiffe zu erkennen. Schwebende Wohnviertel trifft es wohl am ehesten. Was tut der Humanoid? Er scheint Aufzeichnungen über hiesige Pflanzen anzufertigen. Proben entnimmt er allerdings keine. An einem seiner Arme ist ein Tablet angebracht. Darauf tippt er wild herum. Wir glauben, er macht sich Notizen. Vielleicht katalysiert er etwas für ein Archiv oder so. Sprich ihn mal an. Sag mal hallo. Okay, wir nehmen Kontakt zu ihm auf und werden versuchen, unsere Universalzeichensprache auf seine Extremitätenanzahl anzupassen. Interessant, er scheint uns zu verstehen, zumindest teilweise. Wie er da reagiert? Der insektenartige Archivist krabbelt auf uns zu. Hodor. Die Gefahr scheint gebannt. Der Yamundid hält inne. Er sagt etwas. Seine Sprache besteht aus Klicklauten. Er fuchtelt mit den Armen. Jetzt stupst er uns an. Er hat behaarte Gliedmaßen. Vielleicht sind die Herrchen berührungsempfindlich. Ich glaube nicht, dass er uns feindlich gesinnt ist, wobei er auch nicht besonders freundlich wirkt. Eher neugierig und neutral, so als sei ihm sowas wie wir noch nie runtergekommen. Vielleicht sind wir seine ersten Aliens. Stupst ihn ebenfalls an. Aliensprache mit Klicklauten. Das hat ja jetzt gut geklappt. Redet er mit mir? Ich glaube, er stellt eine Frage, XO. Oder sogar mehrere. Neugier ist ein lobenswerter Reflex. Wenn wir seine Fragen beantworten und ihm gleichzeitig die Grundzüge unserer Sprache vermitteln, können wir vielleicht voneinander lernen und mehr herausfinden. Konzentriert euch darauf, die Koordinaten seines Heimatplaneten herauszufinden? Nee. Wir haben keine Zeit für 1000 Effizienz geht vor. Komm, ein bisschen Zeit kann man ruhig investieren. Erwarte neue Anweisungen. Erkundung fortsetzen. Na, macht mal. Sind das etwa die wir kennenlernen? Ja, die müssen wir. Archivum Apokalypsis. Das hört sich nicht gut an. Zugewiesen. Wenn du eine Aufklärungskonsole von der Fraktion abziehst, die momentan beobachtet wird, sammeln Diplomatinnen keine weiteren Erkenntnisse. Diplomaten muss 5 sein. Ist 3. So. Ist aber 3. So, Qing Qing kann gar nichts machen. Dafür brauchst du halt. Ah, ne, 3. Wir können. Halt, stopp. Okay, halt, stopp. Keiner bewegt sich. Forschungsteam abziehen. Diplo, der Diplomat, Xing Xing, soll raus. Dafür Xing Dnang in Diplo rein. Und hier kann dann Xing Xing, schwieriger Text. So, Forschungsteam zuweisen. Hier Diplo bestätigen, wird schon gehen. So, jetzt müssen wir nur noch unseren anderen Diplomaten finden. Xing Xing. Geht er jetzt? Ja, er geht tatsächlich dahin. Und? Beobachtet Fraktion. Sehr schön. Wir haben ein bisschen Asteril verkaufen können. Wir haben ein bisschen Geld gemacht.
passt schon. Das passt schon. DSV 2, wir sind auf IS-089 und holen hier einen Squab-Spätrupp entdeckt. Vermutlich versuchen sie herauszufinden, ob sich der Planet zu erobern lohnt. Der Kriegsherr ist bei ihnen. Es sieht ganz so aus, als wollten sie IS-089 demnächst durch ein Gate verlassen. Reisen sie zurück zu ihrem Heimatplaneten? Möglich, wobei mir das im Grunde genommen egal ist. Viel wichtiger scheint mir, die Invasion aufzuhalten. Oh, Moment, da sind noch mehr von den Kriegsherren. Es gibt mehr als einen davon. Möglicherweise teilen sie sich eine Führungsrolle und sind sowas wie das gemeinsame Hirn des Kalmar-Schwarms. Was im Klartext bedeutet, dass wir mehrere Ziele eliminieren müssen, wenn wir die Invasion stoppen wollen. Die Kriegsherren tragen schwere Rüstung und sind bis unter die Zähne bewaffnet. Und sie sind im Begriff, den Planeten zu verlassen. Ich habe eine Idee. Das Gate. Ich bin ganz Ohr. Ich öffne unser Gate an genau derselben Stelle wie Iris. Und wozu soll das gut sein? Ist das nicht total gefährlich? Rudy Kopp hat mir versichert, dass das nicht riskant sei. Anscheinend wird das Signal der ursprünglichen Gates dadurch gestört, dass Wurmloch kollabiert. Okay. Zack. Hat nicht geklappt. Ich öffne das Gate. Was passiert bei euch? Das Gate hat sich geschlossen. Oh krass, zwei ineinander überlappende Gates. Es sieht wunderschön aus, aber ich glaube, das Ganze fliegt gleich in die Luft. In Deckung! Oh oh. Einen hast du erwischt, XO. Die Portale haben sich überschnitten, sind dann kollabiert. Einer der Kriegsherren liegt tot am Boden. Die anderen sind entkommen. Aber oder vielleicht sind sie auch in die Ritze zwischen Raum und Zeit gerutscht. Untersuch den Leichnam. Schon unterwegs. Ich bleibe lange dran. Der Leichnam ist verkokelt. Er ist riesig. Der Trick mit dem doppelten Gate hat ihn übel zugerichtet. Es war allerdings kein sauberer Schuss. Wir müssen die äußere Hülle aufstemmen. Komisch. Die Substruktur besteht aus ungewöhnlich organischem sowie aus robotischem Material. Ich sehe auch sowas wie Kommunikationsequipment. Und das hier, das ist eine Speichereinheit. Die müssen wir entschlüsseln können. Legt los. Hat sogar geklappt. Jemand. Yeah, interessant. Ich glaube, die getötete Einheit hat Anweisungen weitergegeben. Sowohl an die Infanterie, die wir bei uns auf der Basis ja schon kennenlernen durften, als auch an andere Kommandanten. Oh, hier ist noch was. XO. Koordinaten. Vermutlich von dem Ort, an dem die Armee weiterziehen sollte. Oder könnte es sich um den Kalmar-Heimatplaneten handeln? Jetzt wendet sich das Blatt. Wenn es uns gelänge, einen lebenden Kriegsherrn eine Software einzupflanzen, könnten wir seine Befehlskette oder sogar seine komplette Denkweise ändern und dafür sorgen, dass er sie an das Fußvolk und an andere Kommandanten weitergibt. Das neue Gedankengut würde sich verbreiten, bis der ganze Kalmar-Schwarm daran glaubt. Auf diesem Weg könnten wir die Invasion aufhalten und wenn das gelingt, sind die Möglichkeiten schier endlos. Der Plan gefällt mir. Die Aussichten auf Erfolg sind eher gering, aber einen anderen Weg sehe ich nicht. Wenn die Koordinaten auf ihren Heimatplaneten führen, dann müssen wir genau dort ansetzen, um unser kleines Programm zu implementieren. Dann müssen wir etwas bauen, das stark und mobil genug ist, um so viele Kriegsherren wie möglich zu erreichen. Kein leichtes Vorhaben. Dasselbe galt auch für das Exogate und doch haben wir es geschafft. Was wir auch geschafft haben, ist, ans Ende zu kommen. Et voilà. Jetzt wissen wir, wie die Squab-Invasion aufhalten können. Worauf wartest du also? Ab in die Werkstatt. Ein Sendegerät will gebaut werden. Oder vielleicht sollte ich eher sagen, eine Weltvernichtungsmaschine. Versetzen wir den Squabs einen Schlag, den unser Aktienkurs so schnell nicht vergessen wird. Genau das hatte ich vor. Mach mal Stopp. Hör mal, ich bin absolut dafür, die Invasion zu stoppen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Was ich damit sagen will, ist, tu nichts, was ich nicht auch tun würde, okay? Ja, ist so gut wie gebonkt. Das Coole ist, die ziehen tatsächlich diese Exosuits an, ne? Man sieht das auch. Die rennen auch dahin, ziehen die an, ziehen die aus. Richtig cool. Wir haben wieder mal drei Teams, die irgendwie nichts tun. Moment. Bergbauteam, Expeditionsteam, Emanzipationseinsatz erstellen. Invasionseinsatz erstellen. Ah, da gibt es jetzt mal lustige Sachen. Was auch lustig ist, sind halt natürlich eure Likes. Forschungsteams zuweisen erstmal. DSV2 hat keinen Auftrag. Bestätigen. So, hier können wir noch nichts tun. Hier verlinken, neuer Einsatz. Können die mal rein? Einsatz von DSV-Team starten.
starten. Nein, also nein, 10 ist noch nicht, ist noch nicht so. Da starten. Ja, ich höre jetzt auf, weil ich bin jetzt auch schon irgendwie müde. Ich werde jetzt eure Likes zählen, eure Abonnements und eure und eure Kommentare lesen und vielleicht sogar beantworten. Was heißt hier vielleicht? Ich werde es auf jeden Fall beantworten. Wir haben Kontakt zu Archivo Apocalypse aufgenommen. Die haben einen Score von 600. Wir haben einen Score von 329. Das ist ein bisschen weniger, als die haben. Die machen ja auch 13 Influence pro Tag. Ich mache 6. Die haben 16 Teams. 2 von 9 sind irgendwie unterwegs. ja. Zur Not werden wir die defensiv zerreiben. Das hört sich gut an. Hier werde man noch eine Kanone hinstellen. Hier werde man noch eine Kanone hinstellen. Wir werden auf jeden Fall hier alles kanonieren, was wir brauchen, um unser Gebiet zu schützen, um unser Energie zu schützen. Vielleicht werden wir auch hier so einen Gang bauen, um hier bei Energie zu kommen. Mal schauen, mal sehen. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Zuschauen. Mitmachen. Alles. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch ein Like da, Kommentar. Ihr kennt es ja, Abo sowieso. Und über Unterstützung sind wir auch noch froh. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Squad Patcher. Oh yeah.